Moin, moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hardcore Colonization. Und nachdem wir das letzte Mal den ersten Orbit geflogen haben, ist es heute Zeit weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir gucken mal in die Auftragslage rein. Aber im Herzen habe ich mich schon entschieden, muss ich ehrlich zugeben. Denn ich möchte in dieser Folge, nachdem wir es ja mit einem Piloten selber in den Orbit geschafft haben, möchte ich jetzt eigentlich den Space Tourism starten, also Tourismus freischalten. Und dafür haben wir einen Auftrag von dem reichen Millionär Tito Kerman, der gerne einmal in den Weltraum möchte. Und der möchte für sage und schreibe 4 Stunden im Kreis fliegen. Das ist nicht ganz ohne, also wir müssen über eine Periapsis von 75 Kilometern kommen. Wir müssen natürlich im Orbit sein und er will dort 4 Stunden bleiben, was insgesamt relativ spannend ist. Und das nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal mit. Und jetzt muss ich mal gucken, ob noch irgendwas anderes mit dabei ist, was uns zufällig helfen könnte, das noch ein bisschen zu versüßen. Suborbitale Trajectory. Da müssen wir activate a part through the staging sequence when all this... Wir müssen die Cone Shoot, aber die ist zu groß. Das ist dieses Riesenteil. Das ist noch nix. Nee, Surveys sind es, glaube ich, auch noch nicht, weil wir das an bestimmten Stellen machen müssen. Flight over Kerman. Was sagt das hier? Ah, das ist geschwindigkeitstechnisch wahrscheinlich schwierig. Also zwischen 2000 und 8000 Metern. Obwohl, das könnte klappen. Wenn wir im Wiedereintritt sind, könnte das hinhauen, dass wir die Fallschirme tatsächlich per Staging zünden. Und geschwindigkeitstechnisch müsste das machbar sein. Theoretisch. Wir können ja andere Fallschirme vorher zünden. Da spricht ja nichts dagegen. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus, ob wir das miteinander kombinieren können. Und jetzt müssen wir uns natürlich mal darauf vorbereiten, eine entsprechende Rakete in den Orbit zu jagen. Und dafür schalten wir uns noch ein bisschen was frei. Denn um den Touristen mitzunehmen, brauchen wir auf jeden Fall was, wo der drin sitzen kann. Und das ist hier die MK1 Crew Cabin. Da können wir 2 Leute mitnehmen. Und ich würde sagen, die nehmen wir dann auch mal direkt mit. Da ist noch allerlei andere Firlefanz mit dabei. KISS-Container, die Launch Stability Enhancer. Wir haben die guten alten Struts, die helfen natürlich auch immer. Und wir kriegen hier das Magnetometer Boom, also ein neues Experiment. Hilft uns also auch auf der wissenschaftlichen Ebene ein Stück weiter. Und einen Universal Storage Adapter für das Thermometer und den Pressmat. Das ist auch nicht schlecht. So, dann können wir die mal mit reinnehmen und dann würde ich sagen, gucken wir mal, jetzt sind wissenschafts.de so langsam alle, dass wir eine Rakete bauen, in der wir den Tito tatsächlich in den Orbit bringen können, in einem Stück im Idealfall und auch in einem Stück wieder zurück. Und ich glaube, wir werden das einfach mal auf der Orbital Rocket aufbauen, also dass wir die als Grundlage nehmen, weil die war eigentlich gar nicht so schlecht. Wir müssen nur ein bisschen wahrscheinlich mit den Teilen gleich wirtschaften. Aber jetzt gucken wir mal. Also, was wir auf jeden Fall brauchen werden, das kann jetzt mal runter. Das werden wir nämlich nicht zwingend brauchen. Das Pressmart Barometer. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier die Alkaline Fuel Cell. Mystery Goo nehme ich mal raus. Science Bay, das sind ja die leeren Dinger. Ich nehme jetzt erstmal das weg, was wir nicht brauchen werden. Und ich glaube, wir nehmen das auch ein bisschen nach unten. Und jetzt kommt als allererstes mal unsere Touristenschaukel daran, weil das muss ja mal Minimum erfüllt sein. Und damit das nachher nicht zu irgendwelchen Unfällen führt, machen wir auch direkt mal noch 2 zusätzliche Fallschirme ran an die Seiten, damit wir ein bisschen Puffer haben, was das angeht. Weil ich möchte keine unangenehmen Überraschungen erleben. So, und dann hätte ich gesagt, machen wir da drunter unsere Experimentierkapsel hin. Und da können wir jetzt mal schauen, dass wir zumindest das neue Experiment mitnehmen. Das ist ja relativ spannend, das zu haben. So. Und jetzt überlege ich fast, können wir einfach die Science Base wieder nehmen? Die sind wahrscheinlich 005, 005, 004. Was, wo hatten wir die Science Base drin, die leeren? 004. Irgendwas mit Füllung wird wahrscheinlich mehr wiegen. Also ich will Gewicht sparen vor allen Dingen.
Ich glaube, ein bisschen Essen ist trotzdem nicht schlecht. Wir nehmen schließlich einen Touristen mit. Der soll ja unterwegs was zum Snacken haben, damit es dem nicht irgendwie schummrig im Gesicht wird. Wassertank brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, wollen wir noch ein Experiment mitnehmen? Brauchen wir die Thermometer? Ich überlege gerade. Im Weltall haben wir es schon gemacht. Kostet 7000. Müssen das Geld ja nicht mit vollen Händen 200. Na komm, wir nehmen das leere Science Bay. Das schadet nicht und dann ist es wenigstens schön aerodynamisch. So, jetzt kommt das da drunter. Jetzt haben wir aber wahrscheinlich teiletechnisch schon so ziemlich das Limit erreicht, befürchte ich fast. Obwohl 19 von 30, das geht tatsächlich sogar noch. Okay, wir haben jetzt eine Delta V von 3187. Da brauchen wir ein bisschen mehr, damit wir zuverlässig in den Orbit und wieder zurückkommen. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit den guten alten Boostern und damit wir die Teile-Limits nicht so sehr überschreiten, würde ich sagen, nehme ich jetzt etwas größere Booster mal. So, zwei Stück davon und wir haben ja jetzt hier die Thumper. Damit geht ja schon mal ein bisschen was. So, dann sind wir bei 23 Teilen und kommen auf 4300 Delta V. Das sieht schon mal ganz gut aus. Zack. Hüllendruff. Und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um das erstmal. Oder wartet mal. Jetzt habe ich ja Struts. Jetzt kann ich ja theoretisch Autostrutten. Sehr schön. Also, dann machen wir mit Autostrut. Das spart uns Teile. Dann haben wir noch 5 Teile frei sogar. Wir könnten natürlich mal eine ordentliche Startrampe benutzen, damit das hier alles ordnungsgemäß abläuft. Dann hätten wir noch 3 Teile frei. Oder aber wir benutzen die Teile, die wir haben, tatsächlich, um so ein bisschen Drag hinten ran zu bekommen. Das macht die Kiste natürlich stabiler. Ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Lenken können wir damit zwar noch nicht, aber wir können zumindest irgendwie mal dafür sorgen, dass wir in die richtige Richtung fliegen. So, und damit hätten wir dann eigentlich, glaube ich, also wir haben Fallschirme, wir haben Hitzeschild, wir haben genug Delta V, um tatsächlich in den Orbit zu kommen, wenn ich nicht allzu viel Firlefanz unterwegs mache. Und wir können noch mal gucken, dass wir hier ein bisschen Druck rausnehmen, dass wir nicht ganz so fix starten. Und da müssen wir gleich noch mal das Staging sauber machen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, ich glaube, diesmal lassen wir ihn komplett aus. Oder macht es das irgendwie besser? Nee, das macht es eher schlechter. Genau. Also wir lassen ihn komplett aus, bis die Booster ausgebrannt sind. Und dann werden wir zu guter Letzt gucken, dass wir den Start hinbekommen. Jetzt werde ich aber wohl oder übel mal noch eine Startvorrichtung ranbauen. Ich hoffe, dass die eine das tatsächlich auch halten kann und uns nicht die ganze Rakete wegschlackert. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, um loszufliegen. So, dann haben wir nämlich hier unten als allererstes die Startvorrichtung weg, die Booster an, können losfliegen, dann gehen wir aufs Haupttriebwerk, können da, weil es ein Zwivel ist, auch ganz gut lenken, sind dann hoffentlich aus der Atmosphäre raus, können mit dem effizienten Triebwerk unseren Orbit ziehen und haben dann noch ein paar Delta V übrig, soweit zumindest die Theorie, um zurückzukommen. Und das ist dann unser Tourist One. Mal schauen. Und wenn wir schon mal mit dem Touristen unterwegs sind, dann können wir natürlich gucken. Ich würde sagen, jetzt darf auch mal Jebediah ans Ruder. Wir nehmen auf jeden Fall den Tito mit und wir fangen schon mal an, einem Ingenieur beizubringen, wie Raumflug funktioniert, indem der einfach als weiterer Passagier der ganzen Geschichte beiwohnen darf. Und jetzt können wir noch mal gucken. Also er sagt, Parachute is missing. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil wir Parachutes haben. Wir können Electric Charge generieren über die Alkaline Fuel Cell, das ist nicht korrekt. Wir können keine Science übertragen, das ist richtig und so weiter und so fort. Die Hydrogene und die Oxygen Ressource, die werden natürlich genutzt, nämlich von der Alkaline Fuel Cell. Also sind wir eigentlich ganz gut soweit und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir es wirklich schaffen, im Wiedereintritt den Fallschirm so zu zünden, wie das Ganze ursprünglich gedacht ist oder wie das für unseren Auftrag gedacht ist. Aber ich bin weiterhin ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen jetzt die Tourist One raus auf unser Launchpad und versuchen damit in Orbit zu kommen und damit unseren Space Tourismus zu starten. Und der Space Tourismus, den starte ich natürlich nicht nur, weil es eine coole Missionsserie ist, sondern wenn ihr
Ja, unten in der Videobeschreibung ist es ja verlinkt. Guck mal, das scheint gut zu halten hier. Wenn ihr in der Videobeschreibung auf die Körbel-Anmeldeliste klickt, dann könnt ihr natürlich als Körbel starten. Aber ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, als Tourist starten und sagen, wo ihr schon immer mal hinreisen wolltet, weil ich dann, wenn ein passender Vertrag kommt, das natürlich auch anpassen würde, dass ihr als Touristen unterwegs seid und dann eure Reise antretet. Der Vorteil vom Touristsein ist natürlich, man ist zwar nicht permanent dabei, kann aber natürlich, wenn man seine Reise überlebt hat, das ist die Vorbedingung, natürlich auch nochmal eine weitere Reise antreten, weil ich euch dann nach erfolgreicher Reise aus der Liste lösche. So, wir machen das SRS an, Rakete ist auf Vollschub, da hinten geht's Richtung Osten und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Finger sind gekreuzt und wir hoffen das Allerbeste. Ich suche schon mal die Alkaline Fuel Cell raus, dass wir die parat haben, um uns jederzeit Strom zu besorgen. Und dann zünden wir den Knaller mal und schauen mal, wo es hingeht diesmal. Und ich hoffe natürlich, dass ich diesmal nicht so einen tollen Flip hinlege wie beim letzten Anlauf. Das war ganz schön verschwenderisch. So viel Puffer haben wir diesmal leider nicht. Ich denke mit den 4200 DTW, also ich denke mal mit alles vernünftig geflogen und hat gut geklappt, werden wir hoffentlich so in den Bereich kommen, dass wir mit 3800 Delta V oder sowas in einen Orbit kommen können. Also hoffe ich zumindest. Das wäre so mein Plan. Und wenn wir das dann geschafft haben, haben wir noch genug, um einen sauberen Wiedereintritt zu starten mit dem Treibstoff. Und wir haben halt eine minimale Toleranzgrenze für irgendwelche lustigen Sachen, wie das zum Beispiel, dass ich gerade so ein bisschen abweiche vom idealen 90 Grad Richtungsturn. Aber das ist dem leicht angedeuteten Gravity Turn geschuldet. So, jetzt kommt gleich die Stage Separation. Erster spannender Moment. Und wir sind sauber raus. Ich warte kurz, dass es sich stabilisiert und dann werde ich diesmal ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, das Ding zu drehen. Weil, wie gesagt, einen kompletten Flip können wir uns heute nicht leisten. Aber sieht nicht so schlimm aus. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bitte nicht umkippen. Bitte nicht umkippen. Ist insgesamt ein bisschen instabiler alles, weil es jetzt natürlich noch länger geworden ist. Aber es scheint zu funktionieren. Ich war, glaube ich, diesmal vorsichtig genug. Ich möchte es noch nicht beschreien, aber ich war vorsichtig genug, glaube ich, beim Gravity Turn. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Wahrscheinlich haben natürlich auch die guten alten Glücksflossen mal wieder geholfen. Und Tito freut sich zusammen mit Bill. Der ist als Ingenieur natürlich auch dabei, um Tito zu erklären, was hier so alles passiert und warum gewisse Sachen passieren und wie man hier so in der Raumfahrt arbeitet. Und wahrscheinlich auch, um mit dem Karten zu spielen, wenn er dann 4 Stunden oben bleiben muss. Aber der nette Nebeneffekt dabei ist, dass Bill tatsächlich auch Erfahrungspunkte natürlich bekommt auf dem Flug, hoffe ich zumindest, wenn er da hinten drin sitzt. Und wir dann schon mal normalerweise nach einem Orbit einen Ingenieur mit einem Erfahrungssternchen haben, der schon mal die ersten Sachen tatsächlich reparieren kann. So, wir sind ganz gut unterwegs. Das sieht gut aus. Wir haben jetzt gleich 60 Kilometer Höhe erreicht. Das heißt, wir können jetzt auch langsam ein bisschen flacher werden und unseren Orbit vorbereiten. Und dann ist aber auch gleich Burnout angesagt von dieser Stage. Sehr schön. Also, sieht gut aus. Wir haben die 75 Kilometer Höhe erreicht. Das heißt, wir werden jetzt auf die nächste Stage gleich gehen. Und ich überlege gerade, könnten wir in der Higher Atmosphere... Ne, das Magnetometer Boom heben wir uns für oben auf. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ich könnte aber mal gucken. Das ist die Alkaline Fuel Cell. Was haben wir denn hier noch Schönes? Magnetometer und dann haben wir hier irgendwo theoretisch... Ach nee, ich habe nicht die Science Bay. Ich habe gar kein Mystery Goo mehr mitgenommen. Okay, wir trennen uns dann jetzt mal so langsam. Wir haben noch eine Minute bis zur Periapsis von der Stufe und fliegen weiter mit unserem kleinen Antrieb. Und ich bin mal guter Dinge. Also wir brauchen 2200 Meter Orbitgeschwindigkeit. Wir haben 1300 Delta V. Das, wenn ich es im Kopf überschlage, haben wir ein paar hundert Delta V übrig oder Puffer. Das heißt, das sollte hinhauen. Und ich gehe jetzt mal runter auf den Horizont. Wir bauen noch ganz leicht ab in der Zeit bis zur Apoapsis, aber das sieht gut genug aus, dass wir mal ganz entspannt hier den Orbit arbeiten lassen können. Und ich würde sagen, wir gucken mal, so sieht das Ganze für den Titus im Moment, oder Tito heißt er, glaube ich, für den Tito im Moment aus. Das heißt, da drüben ist auch tatsächlich Kirby zu sehen. Da ist der Bill zu sehen, der sich auch ziemlich freut, dass er das erste Mal fliegen darf. Und der Tito scheint auch schon ein bisschen älter zu sein, hat auch schon ein bisschen Falten und die
Lippen wirken ein bisschen blass, aber das mag natürlich den G-Kräften geschuldet sein, die gerade auf ihn gewirkt haben. Sowas ist man als Tourist natürlich nicht gewohnt und wir wollen ihm da gar keine Vorwürfe machen. So, es sieht insgesamt ganz gut aus. Ja, von Delta V her müsste das auch passen, so wie ich das sehe. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen flacher, um schnell in den Orbit zu kommen. Und dann müssen wir ein bisschen Zeit schinden, schlicht und ergreifend, weil wir, ja, wie soll ich sagen, weil wir 4 Stunden hier oben bleiben müssen. Aber vor 4 Stunden hier oben bleiben hat der liebe Auftragsgenerator uns erstmal noch. So, jetzt mache ich mal kurz aus, damit wir die letzten 300 und ein bisschen Delta V ideal auf der Apoapsis hoffentlich abfackeln können. Da hat uns der liebe Auftrag nämlich 4 Stunden im Orbit gesetzt. Und ja, es ist doch relativ knapp, aber es könnte tatsächlich sehr knapp hinhauen. Wenn das nicht klappt, muss ich, glaube ich, im nächsten Anlauf mal Monopropellant rausnehmen oder vielleicht noch dieses eine Bauteil, was ich frei habe, für noch einen Tank verwenden in der unteren Stage. Irgendwie sowas in die Richtung. Jetzt mal gucken. Wir zünden jetzt auf jeden Fall mal exakt auf der Apoapsis und wir müssen auf 75 Kilometer. Zack, haben wir geschafft. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich da angekommen, wo wir hin müssen. Strom verbraucht sich rapide, um es mal nett zu formulieren. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal unsere Fuel Cell an, dass das Ding sich auflädt. Und jetzt gucken wir mal, haben wir es denn geschafft? Ja, sieht gut aus. Also, wir haben alles erfüllt und jetzt heißt es 4 Stunden lang Sightseeing für Tito Kerman. Heißt er Tito? Habe ich das richtig? Tito Kerman, genau. Und ja, was soll ich dazu groß sagen? Wir müssen jetzt halt ein bisschen warten, ne? Kann man das hier auch sehen? Ne, hier kann man es, glaube ich, sehen, oder? Genau, dann haben wir hier einen Counter. Ach, hier updatet er leider nicht. Ärgerlich. Wir müssen jetzt beides ein bisschen im Auge behalten. Also ich behalte mal den Verbrauch der Alkaline Fuel Cell im Auge, dass uns die nicht komplett abnippelt. Und dann schmeiße ich mal den Zeitraffer an. Also die Alkaline Fuel Cell hält uns jetzt vom Strom her stabil. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Verbraucht dabei jetzt natürlich fleißig Hydrogen und Oxygen, also Wasserstoff und Sauerstoff, um unseren Strom zu erzeugen. Aber wie ihr seht, tickt auch die Zeit fröhlich runter und wir können auch gleich mal gucken, ob wir nicht das SRS mal ausschalten. Und jetzt können wir mal Sightseeing machen, oder? Jetzt machen wir mal Sightseeing und ich mache mal eine Weile die Fuel Cell aus und wir gucken mal, wie schlimm der Verbrauch eigentlich ist. Es geht, ne? 003, könnte alles schlimmer sein. Jetzt genießen wir doch mal den Ausblick für Tito. Oh, der ist gar nicht so gut. Da ist der Ausblick für Tito. Wie wir über Kerbin schweben und unser Tourismusprogramm hiermit gerade am Starten sind. Und ich bin mal ganz zuversichtlich, dass wir damit durchkommen werden. Ich lasse jetzt mal ohne die Fuel Cell den Zeitraffer ein bisschen laufen, damit wir die nicht ganz so aufrauchen und werde immer mal wieder kurz aus dem Zeitraffer rausgehen zwischendurch. Können wir noch ein bisschen schneller? Nein, schneller können wir nicht. Wir werden natürlich auch noch ein kleines Experiment machen, nämlich das Magnetometer Boom. Das will ich auf jeden Fall auch noch haben, damit wir das mit nach unten nehmen können. Dann hat sich das Ganze wissenschaftlich nämlich auch noch mal gelohnt und uns wieder ein bisschen vorwärts gebracht. Und ich würde sagen, jetzt, wo wir auf die Tagesseite kommen, schmeißen wir mal ganz kurz die Fuel Cell wieder an. Also wichtige Notiz mit den nächsten Wissenschaftspunkten, die wir kriegen, wenn da nichts anderes ganz, ganz wichtig ist. Guck mal, wie schön die Stadt aussieht. Sehr schön. Brauchen wir unbedingt mal eine Batterie, damit man das in Ruhe machen kann. Und wir haben 3 Stunden 14 geschafft. Also wie ihr seht, es ist eigentlich ein Kampf mit dem Strom hauptsächlich. Und jetzt lassen wir Tito hier mal ein bisschen rotieren und machen immer zwischendurch die Fuel Cell auf, bis unser Auftrag erledigt ist. Und versuchen dann eine relativ gute, also hoffentlich relativ gute Landung hinzubekommen, in der wir den Auftrag mit unserem Fallschirm auch noch erledigen, weil dann haben wir nämlich gleich wieder doppelt Kohle eingesackt. Und das ist ja auch Ziel der ganzen Geschichte. Wir wollen ja Geld verdienen, mit den Touristen natürlich auch, um unsere Kolonisierungspläne vorwärts zu treiben. So, einmal kurz aufgeladen, wie man sieht, das geht zum Glück immer relativ schnell, so gepulst. Und ich glaube, so kommen wir dann auch ganz gut über die Runden. Schade ist, dass die Fuel Cell sich nicht komplett abschaltet, wenn der Strom voll ist, sondern die läuft halt mit vollem Speed durch und verbraucht ganz normal. Als ob sie die Batterie voll laden würde. Das heißt, die ist nett, um mal aufzuladen, aber sie ist mit der Menge an
Vorratsgütern, die ich jetzt mitgenommen habe, glaube ich, nicht so die ideale Lösung, um Langzeittouren zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir über einen Flug zum Mond nachdenken, wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp ohne eine Batterie. Auf jeden Fall wird es stressig, weil wir lange Time warpen müssen. Und wir haben jetzt noch 2 Stunden 27 und rotieren mit Tito weiter. Also das sieht aber gut aus, dass das insgesamt klappt. Und ich glaube, nach dem nächsten Stopp werde ich die Fuel Cell einfach durchlaufen lassen für die restliche Zeit, weil dann müssten wir eigentlich vom Verbrauch her ziemlich gut dastehen, dass das locker reicht, bis wir fertig sind. Also Tito nimmt hier gleich einige Orbits mit, um sich weiterzubilden und sich das alles mal anzugucken. Aber der gute Mann bezahlt ja auch ordentlich dafür. Wenn ich es richtig gesehen hatte, kriegen wir da knappe 100.000 für. So, und jetzt schmeiße ich die einfach mal an und wir machen den Zeitraffer an und gucken mal, ob wir damit durchkommen. Also 2 Stunden sind noch auf dem Tacho. Jetzt noch 1:59 und wir drehen uns fröhlich. Und da hinten ist schon unser erstes großes Ziel zu sehen, der Mond. Und da werden wir uns natürlich mit Strategia auch das Mondprogramm antun, auf jeden Fall. Für mich gibt es eigentlich nur noch einen Flug, den ich vorher machen möchte. Und das ist der in den entschuldigt bitte, der in den High Carbon Orbit, weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht noch ein Achievement ist. Und wenn ich das Mondprogramm vorher aktiviere, dann gibt es für diesen World First Record Gedöns mit Carbon Orbit, High Carbon Orbit, dann nur 20% der Belohnung. Und das möchte ich natürlich gerne vermeiden. Da werden wir dann aber mal ohne Touristen fliegen. Und natürlich haben wir dann hoffentlich auch, nachdem der Tito, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir den Tito in einem Stück angelandet bekommen, haben wir dann auch Touristenverträge zur Auswahl. Und mit denen können wir nochmal ordentlich Geld verdienen. Und ich bin mal gespannt, wo die überall so hinfliegen wollen. Ich vermute mal, die ersten werden irgendwo im Orbit unterwegs sein wollen. Aber wir lassen uns mal überraschen. So, noch eine gute Stunde zu rotieren für den Tito. Und ich glaube, wir haben jetzt auch relativ viel von Kerbin gesehen, sodass wir uns langsam dann mal mental auf die Landung vorbereiten können. Aber ich warte auf jeden Fall, bis hier auf jeden Fall ein Häkchen hinter ist, bevor ich irgendwelche Landemanöver einleite, damit wir nicht in die Versuchung kommen, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Ja, und sprittechnisch sollten wir es auf jeden Fall noch schaffen. Wir haben noch 255 Delta V. Das wird jetzt keine super harte Vollbremsung aus dem Orbit, aber es wird auf jeden Fall reichen, dass wir den Wiedereintritt beginnen können. Und ein flacher Wiedereintritt ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht für unser Fallschirmexperiment. Da müssen wir gleich nochmal gucken, dass wir das Staging mal ein bisschen umbauen noch. Das mache ich aber gleich mit euch, denn wenn die Zeit abgelaufen ist, also wenn wir die letzten paar Minuten haben, können wir das vorbereiten. Die lassen wir dann einfach in Echtzeit laufen und können währenddessen unser Experiment machen. Und natürlich machen wir das scheinbar auf der dunklen Seite, so wie es aussieht. Aber zum Glück haben wir ja mittlerweile ein paar Lichter an der Kapsel, dass man auch sieht, was da passiert. Nee, wir kommen sogar wieder ins Tageslicht zurück, so wie es wirkt. Hey, Sonnenaufgang. Sehr schön. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir hier mal die letzten Minuten runtertackern und suchen uns mal unser, das ist der, dann ist hier das Magnetometer auf der anderen Seite, glaube ich, war es, ne? Ja. Okay, wir machen mal die Magnetometer-Daten. Schwupp und sammeln ein bisschen Forschungsdaten über das Magnetfeld von Kerbin. So, und dann können wir das auch schon direkt wieder einfahren. Wo ist es? Toggle Magnetometer. Sehr schön. So, die Fuel Cell hält auch noch. Wir haben noch 5 Minuten. Und jetzt können wir mal die Fallschirme vorbereiten. Also, was wir machen. Wir werden die Fallschirme jetzt ganz klassisch einstellen, so wie ihr das von mir auch kennt, dass wir die irgendwie so bei um und bei, weiß ich nicht, Pre-Deploy 4000 wahrscheinlich, oder? Also, wir müssen zwischen 2 und 8 sein. Das heißt, wir sollten schon ein bisschen gebremst haben. Ah, Full Deploy auf 2000 ist mir ein bisschen zu viel, aber die können wir mal so auf 900 auch aufmachen. Zack, zack. So, dann können wir die nämlich fertig machen. Der hier wird so eingestellt, dass wir den ja, auch ab der, weiß nicht, vor 5000 wird es nicht viel Sinn machen, deployen können. Der kann auch ruhig schon ein bisschen eher dann in Full Deploy gehen. Und jetzt machen wir das aber so, dass der hier im Staging vorher kommt, dass ich nachher einfach per Staging, also ich muss ihn ja per Staging zünden, damit mein Test gewertet wird. Und die Dinger hier machen wir jetzt einfach schon mal ganz klassisch über Real Shoot scharf.
dass die dann schon mal rauskommen. So, das Ding brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr wirklich lange. So, dann sind wir vorbereitet. Dann können wir jetzt die letzten 4 Minuten nochmal im Zeitraffer an uns vorbeiziehen lassen. Und dann machen wir gleich die Bremse fertig. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir eine gute Position finden. Okay, also, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir Tito nur noch in einem Stück nach Hause bringen. Und dafür brauchen wir mal so langsam Manöver jetzt. Und ich glaube, ich bremse das jetzt einfach mal von Hand und wir gucken mal, wie weit wir es entschleunigen können. Das sieht aber gar nicht schlecht aus, dass wir da in einem Schwung sauber runterkommen. Also, da können wir ruhig auch noch ein bisschen tiefer gehen. So. Ich glaube, das wird uns reichen. Dann müssten wir hier irgendwie auf dem Kontinent hoffentlich auch noch vor der Nachtgrenze runterkommen. Ah, ich bin mir gar nicht so sicher, das schon reicht, aber wir probieren es jetzt einfach so. Das heißt, wir können das hier beenden und können uns eigentlich vom Antrieb soweit schon mal trennen, wenn mich nicht alles täuscht. Brauchen wir den noch für irgendwas? Eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Und das heißt, Antrieb bye bye. Wir sind bereit, dass wir jederzeit jetzt den Fallschirm zünden können, wenn wir hier alles erfüllt haben. Das heißt, das lassen wir jetzt mal offen. Und den Strom, den wir haben, werden wir nutzen, um Retrograde zu halten, weil ich befürchte mal, dass das hier jetzt nicht zu 1000% stabil sein wird beim Wiedereintritt. Aber das finden wir jetzt einfach mal raus, indem wir uns in die Atmosphäre reinstürzen. So, und dann geht's auch schon los. Ich glaube, der Anfang dürfte noch relativ verhalten sein. Da sollte nicht allzu viel Schlimmes passieren. Das können wir uns mal im normalen Zeitraffer geben. Und wir müssen unter die 260 Meter pro Sekunde kommen, bevor wir die 2000 Meter durchbrechen, von der Höhe her. Ich hoffe, dass er da die Altitude hier zählt und nicht die zum Boden, weil da könnte uns natürlich irgendwie ein Gebirge oder sowas einen ganz schönen Strich durch die Rechnung machen. Strom sieht soweit stabil aus, aber wir laden ja auch fröhlich auf. Wir haben auch noch mehr als genug in den Fuel Cells drin. So, und jetzt kommt die heiße Phase. Da machen wir mal nicht zu viel Zeitraffer rein, damit hier keine schlimmen Physikeffekte passieren. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also wir sind jetzt noch im Dunklen drin, aber es verkürzt die Strecke gerade ganz gut. Wir halten uns bisher auch relativ stabil in der Flugbahn. Aber wir haben auch noch ein paar Kilometer nach unten zu machen. Und ja, jetzt können wir noch mal gucken. Ich hoffe, dass das SAS das Ganze hier für uns hält. So sieht das für den Tito nämlich aus beim Wiedereintritt. Und er kann sich jetzt mal angucken, wie so eine Plasmaverbrennung rund ums Raumschiff funktioniert. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir hier mal auf Surface Mode, dass wir auch den richtigen Winkel erwischen und beobachten mal, ob hier irgendwas heiß wird. Das sollte es nämlich hoffentlich nicht werden. Und ich glaube, wir verbrauchen auch ganz gut Ablator, oder? Ja, ist gar nicht so schlecht. Also wir kommen schön steil rein, bremsen ordentlich ab. Das wird vielleicht eine schöne Landung im Sonnenuntergang. Mal gucken, ob wir es auch cineastisch wundervoll bekommen. Ach, guck mal, den Mond haben wir auch noch im Hintergrund. Jetzt darf das Ding eigentlich nur nicht rumflippen während der Bremsaktion. Das ist so die Hauptsache. Solange es das stabil hält, haben wir eigentlich das Ding so gut wie in der Tasche. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit 3 Fallschirmen auch sehr sauber runterkommen. Das hier ist halt, naja, ich sag mal die B-Note, ne? Wenn das jetzt nicht exakt klappt, dann ist das halt so. Aber das hier muss klappen und er hier muss klappen. Also diese Mission. Weil ich weiß nicht, wie gut das so mit dem Space Tourism Contract Mod läuft, wenn wir den Tito, also direkt den ersten, der das machen wollte, umbringen. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das dann mit den Touristenmissionen erledigt hat. Weil respawn würde er auch nicht. Also wird es ziemlich schwierig, die Mission zu beenden. Aber vielleicht gibt es ja dann auch andere Missionen wie Grille noch mehr Kerbals. So, das sieht soweit gut aus. Wir weichen ganz leicht von der Mitte ab. Aber noch nichts Kritisches. Also wir sind tatsächlich sehr gut auf Kurs in den Sonnenuntergang. Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert. Das wäre total witzig, wenn wir schön im Sonnenuntergang runterkommen. So, Geschwindigkeit 1300 Meter pro Sekunde. Da muss noch ein bisschen was passieren. Okay, jetzt wird es auch langsam ungefährlicher für den Hitzeschild. Vom Hitzeschild haben wir tatsächlich gute 30, 31 Punkte verbraucht. Ja, hier geblieben. So, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt können wir eigentlich mal das hier so langsam ausmachen. Das SAS, mal gucken, was passiert wäre. Ja, das wäre so semi-optimal gewesen im Wiedereintritt, wenn ich sehe, wie das Ding eiert. Also so richtig aerodynamisch war es nicht, aber das SAS hat ausgereicht.
Okay, jetzt gucken wir mal, ob es uns langsam genug macht. Dieses Geeier hat natürlich auch den Vorteil, dass wir sehr viel Luftwiderstand erzeugen und damit bremsen. So, jetzt kommt die große Kotzeschleuder für Tito. Da muss man aber auch mal durch. Wie geht, die geht. Können wir vielleicht wieder Retrograde gehen? Ist ja ekelhaft. So, 280. Jawohl, also geschwindigkeitstechnisch könnte das hinhauen. Das könnte hinhauen, dass wir die 260. Und ja, das sieht gut aus, dass wir tatsächlich genau in dem Geschwindigkeitslimit unterwegs sind, wenn wir die 8000 Meter haben. So, jetzt bereithalten. Also, Geschwindigkeit passt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass der Pfeil hier auf grün geht. Und dann muss ich einmal stagen. Und Feuer frei. Oh, das war zu schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Deploy Shoot. Ah, jetzt hat er es nicht gemacht, oder? Das gibt's nicht. Schade, er hat es durch Staging nicht rausgenommen. Wahrscheinlich, weil ich noch zu hoch war oder sowas. Ärgerlich. Okay, den müssen wir nochmal machen. Also nicht ein perfekter Missionserfolg. Leider. Aber man kann nicht immer alles haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir dafür unsere Landung sauber hinbekommen. Im Sonnenuntergang in der Steppe. Mal schauen, wie schnell wir noch sind. 8 Meter pro Sekunde, 7,8. Das sieht ganz gut aus, dass das eine Landung wird, von denen wir unseren Kindern noch erzählen können, weil es alle überlebt haben. Also, den Fallschirm müssen wir nochmal testen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber der Rest war sehr okay. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass bei der Landung nichts Schlimmes passiert. Und dann haben wir unseren Space Tourism am Start. Die letzten 70 Meter. Tito wird ordentlich festgeschnallt von Bill. Und dann gibt es jetzt hoffentlich gleich eine butterweiche Landung ohne Explosion. Jawohl. Ohne Explosion sauber gelandet. Da hinten geht die Sonne unter. Und ich würde sagen, wir holen den Tito mal nach Hause. Und damit haben wir jetzt offiziell auch die Tourismussaison im Hardcore Colonization Programm eröffnet. Und ich bin mal gespannt, was es nebenbei noch an anderen Goodies gegeben hat. Also, wir haben auf jeden Fall noch mal ein paar Science-Punkte mitgeholt, dafür, dass wir den Magnetometer-Scan gemacht haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Die große Fuhre müssen wir nächste Folge mal im High-Carbon-Orbit holen. Und wir haben auf jeden Fall auch unser Geld ein bisschen geupdatet und unsere Mission mit Tito erledigt. Das gab 100.000 noch mal obendrauf. Und wir haben To Boldly Go Kategorie 1 freigeschaltet bekommen. Und was das bedeutet und wie wir jetzt die Science-Punkte zusammenkratzen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, euch auch anzumelden. Link ist unten in der Beschreibung. Mein Name ist Robert und tschüss.